Immer mehr rückt die Integration von Migranten durch die täglichen Nachrichten über Proteste der Pegida in den Fokus der Bevölkerung. Pegida steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes und sorgt mit ihren Ansichten in ganz Deutschland für Aufruhr. Auch in unserer Region? Nehmen wir zum Beispiel Delmenhorst. Die Stadt im Landkreis Oldenburg mit rund 75.000 Einwohnern hat laut der Bundesagentur für Arbeit mit 8,4% den höchsten Ausländeranteil in der Region. Hier spielt Integration also eine große Rolle. Manche sind ja nicht integriert und benehmen sich vielleicht daneben. Und andere sind ziemlich integriert. Aber ja, die meisten, finde ich, sind integriert. Also ich lebe schon lange in Delmenhorst. Ich kenne die Stadt und ich finde, dass es eigentlich sehr gelungen ist, dass man das auch sieht hier in diesem Stadtbild. Und ich finde das eigentlich gut. Viele arbeiten ja auch. Und ich meine, es gibt einige, die tun es eben halt nicht. Die reiten auf Sozialhilfe rum und sowas. Aber ja nun, das machen die Deutschen ja auch. Ne? Ist ja so. Die machen es ja vor und die machen es nach. Was anderes ist es nicht. Ich finde, es ist noch nicht richtig gelungen. Absolut nicht. Man könnte noch viel mehr tun. Aber von beiden Seiten muss das passieren. Nicht nur von einer Seite. Wichtig ist also ein Zusammenkommen der verschiedenen Kulturen. Vielleicht Einrichtungen mal machen, wo auch Deutsche, Türken, Kurden, Araber und so mal zusammenkommen. Kommunikation, denke ich mal, ist ganz wichtig und dass man sich auch mal trifft. Auch wenn das Ergebnis unserer Umfrage zur Integration recht deutlich ausfällt, gibt es zum Thema Pegida geteilte Meinungen. Ausländerfeindlichkeit ist keine gute Sache. Die Menschen haben genauso viele Rechte zu leben hier auf Erden wie jeder andere auch. Und man sollte denen auf jeden Fall die Chance geben. Finde ich schlimm. Also ich würde sofort dagegen protestieren. Ja, da bin ich dafür. Man muss sich wehren in seiner Haut, ne? Man muss das sagen, dass es so ist, ne? Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich denke mir, dass man nicht alle Leute über einen Kamm scheren sollte. So wie man das mit Migranten machen sollte, so sollte man auch diese Protestler nicht über einen Kamm scheren. Denn ich befürchte durch diese Stigmatisierung, dass diese Leute doch eher am rechten Rand gedrückt werden, anstatt da gesehen werden möchten. Ich denke mir, das sind sicher auch einige Rattenfänger dabei, aber sicher auch ernstzunehmende Stimmen. Das sollte man schon ernst nehmen, damit die Leute auch, wie heißt es, im politischen Gespräch dabei bleiben und nicht ausgegrenzt werden. Dabei steht vor allem die Politik in der Verantwortung, für eine differenzierte Diskussion zu sorgen. Denn diese gehört zum Grundgerüst der Demokratie.